Hallo Leute, willkommen zurück zu Dinecraft hier auf der City Build. Es geht weiter mit den Quests, aber zuerst mal habe ich hier noch eine Kiste im privaten Bereich. Soll ich in dem Video zeigen? Warte mal, ich komme noch schneller da hoch. So, eine Etage gespart. Hat mir nämlich jemand da hingestellt. Mit vielen Überraschungen drin, weil ich Geburtstag hatte letzte Woche, Freitag. Und deswegen kam auch am Wochenende ein bisschen wenig. Wow, was da alles drin ist. Da kann ich auch direkt mal hier durchgehen. Geplatzt, das ist... Also hier, das ist Happy Birthday. Geburtstagsschwert. Das ist auch Geburtstags, aber das sollte ich doch eigentlich anziehen, oder? Das ist auch umbenannt. Ich will das aber nicht anziehen, denn im Keller ist noch was ganz Cooles entstanden. So, nämlich hier. Ah, seht schon, das ist jetzt eigentlich meine Extra-Kiste hier. Ah, ich leere jetzt nicht aus. Ich habe jetzt hier ein bisschen umgebaut. Da ist der Amboss, den hatte ich vorher hier. Hier, wie gesagt, meine OP-Rüstung. Wobei, da muss ich mal gucken, was hier drauf ist. Das geht doch gar nicht. Feuerschutz, Explosionsschutz. Das ist ja alles auf einem drauf. Egal. So, jetzt wartet's mal ab. Da, guckt. Krass, oder? Habe ich jetzt hier so ein paar Kategorien schon angelegt. Nämlich einmal die EM-Trikots. Hier übrigens nochmal für die, die wissen wollen, was ich hier für OP oder besser gesagt die verzauberten Trikots habe. Dann halt von der Weihnachtsquest. Da ist jetzt nicht viel drin, weil ich nur Sachen nehmen will, die auch wirklich umbenannt sind. Dann habe ich hier Einzugsparty und Partygeschenke so generell. Also die Banner habe ich ja selber hier oben erstellt, aber... Sorry, dass ich das Hotel vollgekotzt habe. Mit Wischmob gleich, Einweihungsgeschenk, Koks, Glücksbier, Weed, also alles, was so mit Party zu tun hat. Dann Sach- und Lachgeschichten habe ich das genannt. Hier habe ich jetzt halt Bücher drin und Zeitungen und sowas. Ist auch noch nicht so viel. Und dann Spieler- und Teamgeschenke. Danke für die schönen Tage im Hotel. Ja, irgendwie auch nochmal so ein Dankeschön von der Lisa und, was hat er dann? Ich glaube, da ist nicht viel drin. Steht aber nur Hallo. Bisschen sinnlos, aber egal. Und dann hier auch I Love Dinecraft. Und hier kann man doch eigentlich jetzt die Rüstung mit reintun. Dangers, Geburtstags, Rüstungs, Geschenk. Happy Birthday. Dankeschön. Und dann noch das Schwert. Ich finde es halt doof, wenn ich das jetzt verbrauche, ne? Weil das... Deswegen sind ja die Kisten gemacht. Das ist jetzt hier noch recht viel, was ich da an Kategorien machen kann. Aber ich denke, über die Zeit füllt sich das ja auch alles nach und nach. Und gerade hier die Quests, da kommen ja demnächst hoffentlich noch weitere. Und da kann man das dann auch da mit einfügen. Und hier habe ich auch weiter ausgehöhlt. Das habe ich mal alles so in einem Abend mitgemacht. Hier hat mir die Shinny ein bisschen geholfen. Ich nehme mal noch, dass auch von ihr die Geschenke sind oben. So, dann hätten wir das. Dann können die Schilder weg. Was ich damit jetzt mache da oben, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich werde das erstmal einfach nur in meinem Lager mit einsortieren und dann mal gucken. So, hier habe ich übrigens noch keine Winterwartung, ne, weil hier Schnee liegt. Ich bin zu faul zum Schneeschieben. So, und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo ich hin muss. Für die Quest. Weihnachtsmann. Es sind nur noch 2 Wochen bis Heiligabend und es fehlen noch so viele Geschenke. Aber wo sollen wir nur anfangen? Versuch es mal bei Hannelore. Vielleicht weiß sie, wo noch Geschenke sind. Die sollte sich in der Nähe des Leuchtturmes befinden. Leuchtturm kann ja nur am Hafen sein. Allerdings glaube ich, von Malibu komme ich da schneller hin. Also, ich habe doch die Map offen hier. Der Hafen
Nö, eigentlich komme ich da genauso. Es nimmt sich eigentlich nichts. Wir können auch Malibu nehmen. Und das heißt, warte mal, das Riesenrad ist da. Ne? Genau, dann muss ich in diese Richtung. Mal gucken, ob ich da hinten direkt raus kann. Ach, hier wohnt ja auch die Shinny. Überall hat sie Grundstücke, ne? Und auch Sumsi wieder als Nachbarin direkt. Warte mal, der Leuchtturm da vorne. In dieser Richtung. Ja, so eine Yacht hier wäre nicht schlecht. Gibt es da eigentlich noch den hässlichen Kutter da vorne? In der Nähe vom Leuchtturm? Ich glaube, der Kutter hat sich schon ein bisschen verbessert. Aber dafür ist das hier so richtig cool. Oder befindet sie sich auf einer Yacht? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil die Yacht gehört ja jemandem. Aber gab es vielleicht eine Musterjacht? Oder gibt es doch noch woanders einen Leuchtturm? Ich meine, komm, wir können jetzt mal am Leuchtturm gucken. Also, sie befindet sich in der Nähe vom Leuchtturm, wird zwar gesagt. Och, ich hätte doch hier drüber laufen können. Oh, guck mal, da hinten ist ja noch ein kleines Boot. Das ist aber. Ist das neu? Vielleicht ist die dann da hinten mit drauf. Ich guck mal. Nee, da oben ist die Hannelore. Ich hab's gesehen. Die ist ja genau auf dem Leuchtturm. Aber da sehen wir einen Uwe. So, dann weiß ich aber auch, dass da gleich was ist. Also wenn sie jetzt in der Quest schon drankommt. Aber das war natürlich auch wieder ein bisschen ungenau, ne? Ich glaube, das hatte ich auch schon gehört jetzt. Dass es ein bisschen ungenau wäre jetzt von der Beschreibung bei der Quest. Na? Hallo, was hast du vor? Hannelore! Hey. Hallo, was suchst du denn hier? Ich wurde vom Weihnachtsmann hergeschickt, um dich zu fragen, ob du vielleicht Geschenke in der Umgebung gesehen hast. Oh, ich habe tatsächlich Geschenke in der Nähe gesehen. Ich weiß nur leider nicht mehr genau wo. Aber ich kann mich daran erinnern, dass sie bei einem Pirat oder so ähnlich waren. Vielleicht schaust du dich einfach auf dem Meer in der Nähe um. Vielleicht scheißt, genau. Ja, und das wird ja dann der Uwe sein. Was ist denn da für ein Licht? Guck nicht so blöd. Kann leider nicht von hier oben runterspringen. Runter kommt einem das immer irgendwie höher vor. Da unten ist wirklich irgendwie Licht. Ach, da ist eine Seelaterne. Die so ein bisschen hierfür gemacht wurde, wobei es nicht genau da drunter ist. Hey. Ahoi, ob ich Geschenke habe? Tatsächlich habe ich Geschenke an mich genommen, aber nur, weil sie einfach so auf dem Meer geschwommen sind.
Sie gehören den Weihnachtsmann und du möchtest die Geschenke wieder. Okay, machen wir es so. Mir ist dir vor kurzem ein kleiner Schatz von Bord gegangen. Seitdem bin ich nicht mehr weitergefahren. Du könntest auf Tauchgang gehen und nach meinem Schatz suchen. Dafür bekommst du dann auch die Geschenke wieder. Huch, was machst du denn schon wieder hier? Also ein Schatz. Soll das dann hier etwa sein, oder was? Das Problem ist nur, ich weiß nicht. Ach, man kann gar nicht sterben. Okay, das ist cool. Irgendwo hier ist ein Schatz. Aber ein Item habe ich noch nicht bekommen, ne? Ah, da ist eine Kiste. Ach ja, das sollte wohl der Schatz sein. Schnell wieder auftauchen und ihn zurück zu Uwe bringen. Dann machen wir das. Hey, dein Schatz. Oh, da bist du ja schon wieder. Das ging aber schnell. Ich will mal nicht so sein und halte mein Wort. Hier hast du deine Geschenke. Bring sie lieber wieder zum Weihnachtsmann, bevor sie wieder verloren gehen. So. Mehr sagt er nicht. Hui. Hey. Wow, wo hast du denn so schnell so viele Geschenke aufgetrieben? Ich war bei Hannelore, wie du mir gesagt hattest. Sie hat mir gesagt, dass ich nach einem Schiff suchen sollte und dort habe ich dann die Geschenke gefunden. Das war anscheinend ja sehr aufregend, aber gut, dass du so viele Geschenke auf einmal gefunden hast. Für deine harte Arbeit bekommst du auch heute eine Kleinigkeit von mir. Komm morgen wieder bei mir vorbei, dann werde ich sicher wieder eine Aufgabe für dich haben. Eisenbarren-Goldklumpen und eine Piratenkappe. Das trifft sich doch gut. Home Keller. Die Piratenkappe kommt direkt hier bei den Quest-Items rein. Sonst habe ich hier nichts weiter. Ja, jetzt sortiere ich mal noch mein Inventar aus. Erz, das Wolle. 30 Kugelfische. Wahnsinn. Erde, weiße Wolle. Ich habe momentan auch meine Shops, die sind fast alle wieder leer. Ne, war richtig. Stein, Holzplatte. Ja, genau, da hatte ich Netherquarz. Mohn. Wieso habe ich überhaupt so viel? Eisenaxt, ich habe mal ein bisschen ulkig gemacht hier. Muss immer mal gucken, dass hier unten auch wirklich nur Rüstung und so drin ist. Weil hier habe ich ja eigentlich auch noch Kram drin. Weiß gar nicht, warum ich mir dann immer so viel Neues baue hier unten. Oh. Eigentlich. Nee, da brauche ich irgendwas mit 37 Level, um den zu reparieren. Habe ich nicht. Trophäenhalle. Ja, die soll eigentlich auch noch ein bisschen cooler aussehen. Ich weiß nicht, vielleicht ersetzt man hier die Säulen mit diesen Quarzsäulen. Da habe ich halt nur noch nicht so viel. Oder eben... Da oben war ja viel in der Kiste drin. Da könnte man ja mal gucken. Purpurblock, ist auch nicht so viel jetzt leider. Würde wahrscheinlich nicht mal reichen für die ganze Halle, aber... Sollte ich es schon mitnehmen? Ja komm, nehmen wir jetzt gleich noch mit. Dann ist das auch erledigt. Hab ja gerade die Zeit.
17, das ist nicht viel. Prismarinkristalle, geplatzte Chorusfrucht. So, dann muss man gucken jetzt das Werkzeug. Das war die Eisenaxt, die Eisenschaufel, Eisenspitzhacke. Ich glaube, das war's. Ah ne, Glowstone habe ich noch. Kann ich ja auch gebrauchen für unten. So, aber ich würde sagen, an der Stelle danke fürs Einschalten, bewerten nicht vergessen. Schaut in der Videobeschreibung für die Server-IP, TeamSpeak-IP, Forum-Adresse dcr.bz und wir sehen uns im nächsten Part, wenn ihr wollt. Haut drin, bis dahin. Tschüss.